Dieb, keine Chance mehr. Ich möchte noch umschalten. Ja, ja. Ich soll dich erinnern. Ja, ja. Ist mein Job. Ja. 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 Kurs. 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 Los, weiter. Ja. Los. Ah, perfekt. Meine Güte, wie beeindruckend du das gelöst hast, wenn ich doch nur so schlau wäre. Mhm. Ja, dann hättest du dich nicht als... Dann hätte er sich nicht als... Dann müsste er nicht Laufbursche sein. Ist er ja noch nicht in dem Fall. Aber dann wäre er auch nicht so doof gewesen, sich als Täter in Frage kommen zu lassen. So irgendwie. Dann hätte er das Ding besser geklaut. So. Okay, Hinweismünze in dem grünen Ding. Ja. Ein Fenster links. Oben. Oben? Da, ja. Archäologielabor, aha. Irgendwo ist noch was, oder? Eigentlich müsste einer noch irgendwo sein. Ja. Warte mal, hatte ich gerade nicht irgendwo was? Achso, nee, das war ja die Tür da. Haupteingang. Aber mir wird nichts mehr angezeigt. Mir auch nicht, deswegen ist es ja komisch. Aber es muss. Es muss einfach! Ich kann halt auch nicht auf Geräusche hören. Ja. Aber ich habe was Orangenes gesehen. Wo denn? Irgendwo beim Gebäude. Es klappt nicht. Es muss irgendwo hier oben sein. Ja. Das muss ja echt was Kleines sein, wenn das... Ich mach mal kurz bei mir leise Ton. Ja, mach mal. Ja, bei mir ist das jetzt mit der Maus so blöd. Ich muss das ja so steuern. Ist nur er, oder? Ja, scheint dann wirklich nichts mehr zu geben. Okay, dann müssen wir damit leben. Ja. Dass es da nichts mehr zu geben tut. Seltsam. Ja. Ich cheate gar nicht in Bloodborne, ich bin einfach nur gut. Achso, nee, du bist das. Schönen guten Tag, Herr Kock. Hallo, Moment mal. Kenne ich Sie nicht, junger Mann? Mal sehen. Ja, ja, Sie passen eindeutig auf die Beschreibung hier in meinen Aufzeichnungen. Ernest Drowrich, nicht wahr? Und Sie sind... Wo steht es denn nur? Der Hauptverdächtige. Nein, ich meine, ja, ich bin Ernest Drowrich, aber ich wurde vorhin aus Mangel an Beweisen freigelassen. Ach, ja, ja, das steht sogar hier sogar. Puh, freut mich, dass Ihre Aufzeichnungen so aktuell sind, Herr Kommissar. Ohne mein Notizbuch gehe ich nirgendwo hin. Ja, hier steht es, dass ich nie ohne mein Notizbuch irgendwo hingehe. Dass in diesem Fall noch einige andere Verdächtige es gibt. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Hier steht, dass Ohm auf seinem Gebiet einige Rivalen hat. Wir sind der Ansicht... Moment, welcher Ansicht sind wir denn? Ach ja, wir sind der Ansicht, dass vielleicht ein wissenschaftlicher Konkurrent versuchen könnte, den Professor zu diskreditieren. Was? Er will, dass er keinen Kredit mehr bei der Bank bekommt?
Nein, das ist nur eine Theorie. Wir behalten sie nach wie vor im Auge. Achso, also er ist immer noch verdächtig. Wenn sie noch in meinen Notizen stehen, sind sie weiterhin ein Verdächtiger. Oh. Verstehe, ja. Klingt logisch, dass ein berühmter Professor Rivalen auf sein Gebiet hat. Nein. Wir sind alle Freunde. Reden wir mal weiter darüber, was du heute getan hast, Ernest. Ich weiß, was du letzten... Sommer? Ja. Ja, Kira ist ganz süße 69 Jahre. Mhm. Oh, die ist schon eine Oma. Was hast du heute alles getan? Mit wem hast du alles gesprochen? Mit irgendwelchen Mädchen? Also du hast letztens das Gebäude betreten, ja? Mit irgendwem? Nein, nein, habe ich nicht. Nein, also es war niemand bei mir. Und das Gebäude, da bin ich auch nicht eingedrungen, okay? Ernest, du hast den Haupteingang nicht betreten an deinem ersten Tag? Als ich es soweit geschafft hatte, stieg mir ein wunderbarer Blütenduft in die Nase und ich machte mich auf, die Blumen zu suchen, die ihn verströmten. Du hast dich also vom Blumenduft ablenken lassen. Ja, ganz recht. Ich bin zu diesem Blumenbeet da drüben gegangen, um es mir genauer anzusehen. Wenn wir also deinen Schritten folgen, sollten wir uns ebenfalls ansehen. Es ist gleich dort drüben, um die Ecke des Gebäudes. Hier, soll ich dich dahin bringen? Wir folgten den Instinkten von Miss Layton und setzten unsere Ermittlungen fort, indem wir meinen Schritten dieses Tages folgten. Wir taten alles, was ich an diesem schicksalsträchtigen Morgen getan hatte, bis zu dem Punkt, an dem man mich bezichtigte, Dr. Ohms Unterlagen gestohlen zu haben. Ding, 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 ding. Boah, es läuft jetzt echt langsam. Moment. Ich probiere nochmal. Das zu... Musstest du es auf 3? Nee, erstmal mache ich es auf 1. Jetzt geht's wieder halbwegs schnell. Danach stelle ich es dann wieder um. So, jetzt auf 3. Auf 3, 1, 2... Dr. Ohm hat in seinem Fachgebiet zahlreiche Rivalen. Vielleicht ist ja einer von ihnen für den Diebstahl seiner Daten verantwortlich. Oder Facebook. Da ist bestimmt eine Hinweismünze, aber lassen wir es. Ein Beet mit wunderschönen Blumen. Jo. Ein Schmetterling. Du bist dem Duft also hierher gefolgt? Wunderschöne Blumen, oder? In der Tat. Ein herrliches Potpourri, was? So viele verschiedene Rosatöne. Ja, Roségold. Gut, dass du bist also zum Blumengarten gegangen. Was dann? Eine Weile stand ich hier und bewunderte die Blumen. Nun gut. Dann werde ich jetzt auch eine Weile hier stehen, die Blumen wundern. Tolle Taktik. Ah, verstehe, verstehe. Du willst dich in meinen Kopf hineinversetzen, oder? Du willst quasi zum Verdächtigen werden, damit du eine Möglichkeit findest, meine Unschuld zu beweisen. Nein. Nein, eigentlich gefallen mir einfach nur die Blumen. Oh! Sie sind so prächtig. Jede Blume steht in voller Blüte. Und sie riechen einfach himmlisch. Ernest, alles in Ordnung? Wir schauen hier die Blumen an, nicht mich. Schon vergessen? Und vor allem meine Augen sind hier oben. Und vor allen Dingen nicht mein Arsch. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht. Ach du meine Güte. Jemini. Wir sollten uns hier mal umsehen, wenn wir schon mal da sind. So können wir uns noch ein wenig länger an den Blumen erfreuen. Ja, und Hinweismünzen finden. Ja, bei den Schmetterlingen. Klingelingeling. Nein, nur eine. Eine Hinweismünze bei dem Rosenstrauch dort ganz rechts. Und das, was im Schornstein? Eine Hinweismünze. Ein Rätsel! Wo? Bei dem Rosenbusch. Dann vergiss den Schornstein hier nicht. Ja. Welcher Rosenbusch? Der. Ah, ja, das dachte ich mir schon, weil das so eine große Fläche ist.
Oder es ist was zum, wo wieder nur die drüber reden. Das ist sogar eine recht seltene Art, unglaublich schwierig zu pflegen. Du kennst dich also mit Blumen aus? Ist das dein Spezialgebiet? Nein, eigentlich nur ein Hobby. Ich kenne sogar ein recht unterhaltsames Rätsel mit Blumen. Wie wäre es? Ja, hatte ich vor. Rätsel 130. Flower Power! Was für wundersame Blumen. Ihre Blütenblätter ändern die Farbe, wenn man sie berührt. Jede Farbe, Blume hat 5 Blätter. Und alle durch einen Strang verbundenen Blätter haben die gleiche Farbe. Jede Blume muss 5 verschiedene Farben haben. Weiß zählt nicht. Okay. Berühre ein Blatt, um die verschiedenen Farben anzuzeigen. Blätter, die von Anfang an eine Farbe haben, können nicht verändert werden. Wie war das jetzt? Die sind verbunden? Ja, und die müssen immer die gleiche Farbe dann haben. Hä? Moment. 5 verschiedene Farben. Jedem muss, alles muss 5 verschiedene Farben haben, aber was ist, also gibt... Aber mit dem Strang sind die verbunden und die müssen dieselbe haben. Ach so, die müssen an sich immer dasselbe? Die an der Kette. Wie? Ach so, das, was an der Kette ist, muss... Ja. Okay. Ja. Entschuldigung. Okay, können wir anfangen? Ich falsch. Was ist das? Hä? Das muss... Ah, Mann! Ich hab's auch! Ist das... Nee, ist es nicht. Mist. Nee, ich hab's noch nicht. Okay. Okay, ich mach nochmal von vorn. So. Also hier ist ja nur... Moment. Ich mach da was ganz easyes. Das war bestimmt bei dir nur rumprobieren. Nee. Doch. Ich habe mich halt erstmal den an den Strang orientiert. Ja, sicherlich. Ich auch, aber... Und es hat immer sofort funktioniert. Mhm. Okay, ich merke schon. Also das Ding muss auf jeden Fall rot sein. Das auf jeden Fall lila. Ja, und damit kommst du halt weit. Ja, ein bisschen weiter erstmal und dann... Ja, hier gibt's immer noch 2 Möglichkeiten. So, das ist so ein bisschen so Doku-mäßig, muss ich sagen. Ja. So, dann Notizfunktion. Er ist hier durch. Dann blau und grün. Hier können es blau, grün und lila sein. Ja. So, hier können es lila und grün sein. B, G, R und gelb. Oh, Und hier wären ja jetzt noch übrig grün und gelb. Okay, jetzt ist halt die Frage, wie macht man weiter? Was fällt dir denn auf, wenn du rot und gelb dir anguckst? Wenn ich mir rot und gelb angucke? Wenn du nach den Farben gehst. Dass eins rot ist und das andere gelb. Wie viele Blumen haben schon rot? Jetzt sind es 1, 2, 3, 4, 5. Alle bis auf eine? Ja. Okay. Ah. Ja, das heißt ja hier, denn. Also hier kann nichts sein, hier kann nichts sein, rot muss hier hin. Ja. Okay.
Gut, und dadurch ist das ja dann schon so. Gucken wir mal weiter. Ich mach das langsam, ich mach das mit Gefühl. So, jetzt kann ich... Da, wie gesagt, das ist so Doku-mäßig. Ja. So ein bisschen. Nein, ich spiele so Doku, vielleicht war ich deswegen schnell. So, dann haben wir hier immer noch blau und grün. Hier können wir aber auch blau, grün und lila haben und so weiter. Ich gucke mal, haben wir irgendeine andere Farbe jetzt noch, die... Also gelb kann hier oder hier noch mit rein. Hier kann kein Gelb sein, also ist Gelb hier nicht. Gelb kann hier auch nicht sein, also muss Gelb hier sein. So, und damit hätten wir hier schon mal Grün. Okay, dann bleiben übrig für dieses Ding hier nur noch Blau und Grün. Das heißt, Grün muss... Nee, hier muss Blau hin, hier muss Grün hin. Dann bleibt hier nur noch Lila. Dann haben wir hier noch Grün. Und hier ist das letzte, das ist Blau. Genau. So eigentlich voll einfach. Ja, ist es auch. Ja. Aber du hast das schneller gelöst als... Ja. Weitaus schneller. Aber ich hab's aufgedröselt. Für alle, damit es alle so ja, nachvollziehen natürlich. Können. Nur deswegen. Naja, wenn du sowieso gewonnen hast, dann muss ich mich ja nicht mehr beeilen. Ein Farbenmeer, das Beet ist voller bunter Blumen. Einwandfrei, Miss Layton. Das hast du aber schnell gelöst, was? Das hast du wirklich gut gemacht.